So, Leute. Leider. So, liebe Freunde. So, Freunde. So, okay, Leute. Warte mit. Leute, wir haben einen Überraschungsgast am Start. Jo. So, Leute. So, Leute. Freunde. So, Friends. Oh mein Gott, das ist so toll. So, Leute. Hallo. Morgen, willkommen zu einer brandneuen, vorletzten Folge von Berlin. Ich bin aufgewacht, das Wetter ist okay, es sieht bewölkt, aber sonnig aus. Und gestern war ich ja mit Ivana zusammen bei Superfoods und Organic Liquids und mir hat halt dieses Smoothie Bowl voll gefallen und ich will heute auch sowas in der Richtung zum Frühstück machen für uns. Ich wäre ja kein richtiger Fashion-Influencer, wenn ich nicht ein passendes Outfit am Start hätte zum Einkaufen gehen und das gar nicht gammelig aussieht. Also gar kein viel zu großes Shirt und Schlabberhosen und jetzt kommt das Beste. Wow, that shoes though. What are those? Ja, damit gehe ich jetzt runter. Don't judge me. Nein. Psst. Okay. Guten Morgen. Ein vorletztes Mal, Leute. Isn't it crazy how time flies? Ja, morgen ist alles vorbei. Und was mir heute aufgefallen ist, morgen machen wir ja quasi ein Zuschauertreffen und ich habe da was geplant für die allerletzte Szene von Berlin. Und das heißt aber letztendlich, dass das letzte einzelne Gute Nacht heute schon ist. Crazy. So, liebe Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berlin. Ich bin hier gerade fast bei Resa in ihrem neuen Laden, den sie hat. Sie ist jetzt irgendwie ganz selbstständig und arbeitet gar nicht mehr in einem anderen Laden, sondern nur noch für sich selbst. Und ich trage hier meinen neuen Sandro-Suit. Der ist einfach so geil. Also ich sterbe halt einfach, weil der so geil ist. Ich fühle mich einfach so geil in dem. Also ich bin jetzt auch gleich da und kriege dann die Haare gemacht und danach muss ich zur Agency V, das ist eine PR-Agentur, die viel mit Influencern zusammenarbeitet. Die wollten mir irgendwas zeigen. Das ist leider in Charlottenburg irgendwo. Oder so, da hinten auf jeden Fall. Das heißt, ich werde dann noch ein bisschen unterwegs sein. Daniel ist gerade, als ich gegangen bin, von der Arbeit nach Hause gekommen. Es war ein bisschen traurig, dass ich jetzt weg musste, aber ist halt jetzt so. Ja, ich bin jetzt jedenfalls da und melde mich später nochmal. Lights in my face, I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames and our eyes. Guten Morgen, Leute, ich bin's Ruben auf Kikis Kamera. Kiki macht gerade Acai Bowl. Nein, das ist nicht Acai. Einfach also, Smoothie Bowl. Ein Smoothie Bowl. Okay. Wir haben kein Acai-Pulver. Aber wir sind trotzdem fancy, wie ihr sehen könnt. Das ist voll die Mama. Mika, die Mama. Und sie ist meine Mama! Warum kann ich nicht so sein? Echt mal, warum kannst du nicht auch so sein? Da muss ich gar nichts mehr machen in meinem Leben. Much inspiration. Guten Appetit! Guten Appetit! Moin, moin, Freunde! Ich grüße euch zu einer neuen Folge von Berlin. Schön, dass ihr am Start seid. Ich sitze schon im Auto, ich habe mich fertig gemacht. Ich fahre jetzt von meiner alten Bude in die WG. Muss viel Material hochladen. Morgen ist die kleine Abschiedsfeier mit den Zuschauern und dafür glaube ich, muss ich auch noch ein bisschen machen. Ich war die letzten Tage nicht in der WG, hatte ein bisschen zu tun, war eigentlich letzte Woche über unterwegs, nur nicht in Berlin. Bin gleich wieder da. Ja, ich liege jetzt schon seit ein paar Stunden im Bett. Wir waren heute Morgen frühstücken
beziehungsweise wir waren nicht frühstücken, wir haben gefrühstückt. Kiki hat so eine geile Smoothie Bowl gemacht. Und jetzt liege ich die ganze Zeit hier und habe so Sachen gemacht. Ich update gerade meine Website, beziehungsweise habe die gerade offline gestellt, weil ich bald neue Sachen hochlade und ja, neue Sachen hoffentlich bald kommen. Und jetzt liege ich hier und ich muss ja echt sagen, ich sag's schon die letzten Tage, ich fühle mich so komisch. Ich freue mich krass auf morgen. Morgen wird, glaube ich, ein richtig cooler Vlog-Tag. Aber jetzt so die letzten Tage, ich weiß auch nicht ganz genau. Und ich glaube, ich werde Donnerstag wirklich einfach nur im Bett liegen und nichts machen. Freitag fliege ich dann nach Frankfurt zu Arutin. Der macht eine kleine Drag-Party am Freitag, glaube ich. Da bleibe ich bis Montag und Montag komme ich dann wieder zurück und dann haben wir noch eine produktionsinterne Verabschiedungsparty. Das heißt, das ganze Produktionsteam ist da, unser Boss ist da, so die ganzen Leute hinter den Kulissen kommen und wir werden hier grillen und sowas. Ohne Kameras, aber folgt uns allen auf Snapchat oder Instagram, dann seht ihr bestimmt auch noch ein bisschen was davon. Und ja! Ja, gerade eben gab es schon wieder so ein kleines WG-Drama und zwar haben wir uns halt alle darum gekümmert, dass wir Leute einladen und Ivana hat sich da so ein bisschen rausgeklingt. Sie hat dann in der Folge zwar was gesagt, aber sie hat sich nicht drum gekümmert und hat dann heute gemeint, dass sie eigentlich nicht möchte, dass jemand da ist irgendwie, außer ein Fan, die Saison. Die hat ihr auch schon das Paket mitgegeben bei Kiki und so und die hat jetzt aber ein paar Probleme. Und das Problem jetzt ist gerade irgendwie so ein bisschen, dass jetzt halt in der WG jetzt so ein kleiner Streit ausgebrochen ist, weil Anushka erstmal so gesagt hat, so hey, die kann nicht kommen wegen dem und dem Grund. Ivana, willst du da nicht was machen? Das ist gerade so ein bisschen undankbar, weil wir uns halt alle drum gekümmert haben. Und Ivana halt irgendwie so gar nicht. Und jetzt ist es halt irgendwie alles so ein bisschen doof. Und dann hat Ivana mega zickig reagiert und dann bin ich mal dezent getriggert gewesen und habe meine Meinung gesagt. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man dann so kurz vor Ende sich nicht nochmal irgendwie aufrappelt oder dass es nochmal so ein bisschen Power gibt. Und ihr wisst alle, ich liebe Ivana und Ivana ist wie so eine kleine Schwester für mich. Aber als großer Bruder muss ich da auch wirklich mal heute so sagen, so hey, Backpfeife, wach mal auf. Und das habe ich gerade auch getan. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und da habe ich auch kurz meine Meinung gesagt. Und ich finde es halt nicht in Ordnung, weil Kiki und ich kümmern uns jetzt seit einer Woche um Saison. Und sie hat irgendwie so zwei Freunde, die irgendwie auch so dazugehören, die auch die ganze Zeit schreiben. Und Kiki antwortet, hat das Paket hierher gebracht und hat jetzt schon so nach Zugverbindungen für sie geschaut, etc. pp. Ich schreibe auch die ganze Zeit mit ihren Freunden, beziehungsweise sie schreiben mir und ich antworte halt eben. Und ich finde es halt nicht in Ordnung, dass wenn man sich schon nicht drum kümmert, dass man Zuschauer einlädt und sagt, dass nur diese eine Person kommen soll, dann sollte das doch eigentlich Ivana selbst machen. Ivana weiß, dass Saison ihr größter Fan ist und Ivana sagt ihr selbst, dass sie will, dass sie hier ist, aber Ivana ist einfach nicht wirklich verantwortlich und kümmert sich nicht drum. Ivana ist halt wirklich wie so eine kleine Prinzessin, die ist so, ja, bla bla bla, Ruben und Kiki machen das jetzt so ein bisschen, aber Nähe, einfach Nähe. Das Ding ist ja auch, Kiki und ich haben auch die ganze Wohnung aufgeräumt alleine. Es ist halt irgendwie langsam, habe ich so ein bisschen die Schnauze voll. Aber naja. Oh Gott, ist das mein Essen? Ist das mein Essen? Lieb Kiki mit ihren Sommersprossen, die sie über Nacht bekommen hat. Ganz spontan. Ich werde gleich mich mit Ivana zusammensetzen, eine Liste schreiben. Dann gehen wir zusammen einkaufen. So, Leute, ich bin jetzt fertig gemacht und das ist mein Outfit. Schwarz wie immer, I love it. Und die neue Tasche von gestern, da ist jetzt ein Paket drin, was ich gleich noch wegbringen muss. Und das Erste, was Ivana und ich heute machen werden, ist, wir werden zusammen Luftballons kaufen gehen für die Feier morgen. Und am besten wäre es natürlich, wenn wir so Helium besorgen können. Deswegen fahren wir dazu extra in einen Ballonshop, der ist ein bisschen weiter weg. Aber hat dann dafür viel, viel mehr Auswahl. Eigentlich könnten wir auch so Buchstaben holen oder so, oder? Berlin, ja, so ein groß. Du hast auch schon ein paar Ideen. Okay, wir gucken mal, was der Ballonladen zu bieten hat. Wir fahren jetzt erstmal hin,
Kiki und ich werden jetzt für morgen einkaufen gehen. Und ich habe auch schon mega coole Ideen. Also was die Kreativität angeht, da beteilige ich mich sehr gerne. Und der Grund, weshalb ich mich auch die letzten Tage vielleicht nicht drum gekümmert habe, ist, weil ich eigentlich alles heute und morgen planen wollte. Weil ich so meine Ideen habe. Also nicht denken, ich hätte mich nicht drum gekümmert oder so. Ich wollte einfach nur, ich habe mit Kiki schon beredet letztes Mal, dass wir das Essen lieber einen Tag vorher holen, weil das uns vergammelt. Und deswegen machen wir das heute. Und wir holen jetzt noch Helium und Ballons. Da so Bock drauf. Ja, Mann. Also ich nehme den kreativen Part mit Dekorieren und so voll gern. Okay. Also darauf habe ich richtig Bock. Also morgen dekorieren. Mach ich. Richtig geil. Steh im Stau. Bei so einem Wetter. 25 Grad schon im Auto hier. Draußen 21 Grad. Um 10 Uhr morgens. Ganz komisch, wenn man jetzt so die Wege hier geht und weiß, man geht die Wege jetzt bloß noch ein paar Mal. Also gerade eben war ich zum Beispiel bei dem Bio-Bäcker da vorne, da hole ich immer dieselben Brötchen. Ich komme da rein und die Frau weiß schon, was ich für Brötchen haben will. So Ballast, weiß gar nicht, Ballastbrötchen heißen die. Ganz cool, also so eine dunklen. Ja, das jetzt schon irgendwie, merkt man das jetzt schon, dass es einem fehlen wird. So Leute, nachdem ich jetzt bei Resa fertig war, bin ich jetzt schon bei HGTV in Charlottenburg. Ja. Hallo. Du bist Anuschka, ne? Genau. Lisa. Hi. Anuschka. Achso, wir hatten geschrieben, ne? Ja, genau. So Leute, die Sachen finde ich jetzt ganz geil. Die werde ich jetzt mal ganz kurz anprobieren. Und das ist hier Cheap Monday, Mint and Berry, weiß nicht gleich. Mint and Berry. Cheap Monday und ein Label, das Ask It heißt. Auch ziemlich geil. Okay, also Leute, die Marke heißt Stutterheim, habe ich jetzt rausgefunden. Und macht Regenmäntel, nur Regenmäntel tatsächlich. Und das hier ist wohl ein Regenmantel in der A-Linie für Frauen eher. Finde ich eigentlich ganz geil. Gerade auf die Kiki. Ich habe sie jetzt gerade zur Post gebracht, weil sie da was abgeben muss. Und ich warte so lange auf sie. Aber. Sorry, dass das so lange dauert. Ach, alles gut. Alles gut. Oh, Jesus. Ja. Was hast du geholt? Achso, du musstest gar nichts abgeben. Ich musste was abgeben und ich habe was abgeholt. Achso, was? Das mal zusammen öffnen. Ja. Unboxing im Auto. Wow, zwei Masken. Aber geil, ich liebe Masken. Vlogger live. Ja, ist echt so. Ich habe früher auch voll viel zugeschickt bekommen. Früher aber. Richtig viel Klamotten immer gehabt und so. Ich stelle das da nur hin, ich baue mir das gleich, ja, klar. Also weg. Ne? Nicht, dass du denkst, dass ich hier dein Auto zum Müll habe. Nee, alles gut. Ja, Mann. Aber irgendwann hat der Manager gesagt, nein, Ivana. Nee, jetzt wird nichts mehr einfach so angenommen. Nee, jetzt nur noch gegen Cash. Das ist jetzt blöd gesagt. Aber so gesehen. Der, also es ist jetzt nicht so, ja, schickt mir zu, ich poste, gibt mir Geld und ich verkaufe meinen Followern irgendwas. Mhm. Ich stehe ja dazu. Das ist alles unecht. Also diese ganzen Shakes, also zum Abnehmen jetzt oder ich möchte wirklich keine Namen nennen, aber einfach so viele Firmen, die einfach verarschen, weißt du? Mhm. Nee, also ich finde es schon wichtig, dass man immer treu ist zu seinen Abonnenten. Und
nicht irgendwas verkauft. Für Geld macht man nicht. Rough Riders. You know, Teflon. Eve. Yo, 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 they wanna know. Friends, ich habe endlich meine Arbeit. Naja, was heißt, nicht beendet, aber also ich fliege am 31. nach Barcelona für ein paar Shootings und fürs Primera Sound Festival. Fakt ist, dass wir ein paar Blogger sind und wir hatten eigentlich eine Hotelkooperation fest mit jemandem, mit so einer Firma, die ich jetzt besser nicht nenne. Und die haben uns jetzt gerade abgesagt. Fakt ist, dass ich jetzt ein bisschen Struggle habe und jetzt gerade irgendwie so 100 Mails an verschiedenen Hotels geschrieben habe. Ja, werden wir mal sehen, ob da was bei rauskommt, weil Fakt ist, Barcelona ist in der Zeit voll, weil das Primera Sound Festival ist halt schon ziemlich groß. Keine Ahnung, ist irgendwie wohl das Coachella aus Spanien. Naja, wie auch immer. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt wollte ich gerade die Terrasse ein bisschen säubern, weil ich hier letztens ja eine Grillparty gemacht habe. Letztens. Und hatte eigentlich diese weit aufgeräumt, alles hier in die Ecke gestellt. Aber die netten Raben, Vögel und was das nicht alles sind hier, in Berlin, ja, sowas gibt es ja auch, haben das alles zerflickt und dann lag hier alles rum. Ja, jetzt wollte ich das gerade aufräumen, hat ein paar Tage gedauert. Bin ich auch ganz ehrlich, bin nicht zugekommen. Easy. Aber es ist schon aufgeräumt. Haben die lieben Mitbewohner wohl schon gemacht. Ich werde noch den Müll da hinten rausbringen, der ist glaube ich auch noch von mir, beziehungsweise ist so Grillzeug, also Pappe und so ein Mist hier halt vom Sixer und sowas. Und dann mal schauen, wie das morgen wird. So ein gemütliches Get-Together, glaube ich. Alles easy, easy peasy. Die Decken hatte ich nämlich, noch ein paar lagen hier, aber einen Großteil hatte ich nämlich rausgeholt, weil bei meiner Party war es ja noch sehr, sehr kalt und da haben die Girls unter anderem gefroren. Oh ja, jetzt bin ich wieder sexistisch, stimmt. Wenn Mädchen frieren, ja stimmt, das war doch irgendwas, wo ich gesagt habe, alle sind Frostbeulen. Alter Schwede, das hat auf jeden Fall auch geprägt hier die Zeit. Man ist jetzt ganz, ich habe einen richtigen Schaden, ich überlege jetzt immer bei jedem Wort, oh fuck. War ich jetzt sexistisch? Und morgen ist es vorbei. Leute, das Leben geht weiter. Egal was passiert, das Leben geht immer weiter. Also, ist eine schlechte Note in der Schule. Alter, da Woche, die drauf, kriegt ihr wieder eine gute Note. Ich hatte jetzt auch in den letzten Wochen so eine demotivierende Phase und war nicht gut drauf und so weiter und so weiter. Und hab gedacht, fuck, Alter. Und hab hier mich richtig reingesteigert und dann auf einmal kriegt man so eine ernüchternde Botschaft, wofür ja keiner was von den Leuten kann, mit denen wir allen zu tun haben. Das ist halt irgendeine Entscheidung, die nicht für uns so greifbar ist. Da wird auch mit Sicherheit ein logischer Grund hinterstecken. Keiner macht ja irgendwas, weil er einfach Langeweile hat und sagt, ja, die Berlin-WG, die ist eigentlich kacke, die setzen wir jetzt mal ab irgendwie. Die gucken zwar Leute und die finden zwar Leute cool, aber wir haben Langeweile und wollen irgendwas umstrukturieren. Nee, so ist es nicht. Da denkt sich ja einer was bei. Und vor dieser Entscheidung habe ich auch Respekt. Das obliegt uns ja auch gar nicht, irgendwie zu entscheiden, ob das jetzt gut oder nicht gut war. Fakt ist aber, unser Herz hat da ein bisschen dran gehangen. Und deswegen ist es natürlich auch nicht angenehm. Aber so ist es im Leben immer wieder. Es gibt nicht nur angenehme Situationen und Entscheidungen, es gibt auch mal unangenehme Situationen und Entscheidungen. So, und jetzt packe ich die Decken hier weiter ein. So Leute, da ist der Laden. Der sieht so pink aus. Das ist so geil. Aber blau ist ja jetzt meine neue Lieblingsfarbe. Oh, ist nicht mehr pink. Nee. Seit wann? Weiß ich nicht. Seitdem ich gemerkt habe, dass blau einfach meine Aurafarbe ist. Seitdem zieht mich blau an. Ja. Ich war noch nie mal wie mit einem reinen Ballon. Ich auch noch nicht. Geil. Ey, wir müssen fragen, ob wir kurz Helium
einnehmen können und dann reden für Vlog. Doch, Mann, bitte. Bitte, bitte. Hallo. Hallo. Guck mal, die, ich finde die beiden. Oder in den Berlin-Farben, so lila, lila blau. Und pink. Lila und pink oder war das lila und blau? Nee, so. Nee, lila, nee, pink, nee, ne? Ja, so, nee, so blau-pink. Blau-pink, ne? Ja. So, ich habe gerade schon gefragt, die haben hier auf jeden Fall Helium in Flaschen, was wir uns kaufen können. Und auch sehr viel, oh, Auswahl an Ballons. Okay, warte mal, stopp, stopp, Kiki. Es gibt ja Piñata hier. Es gibt eine Piñata, das müssen wir bringen. Ich weiß aber nur nicht, wie wir die anfestigen können. Ich meine, wir können, Anna muss oben festhalten von, weißt du, unser Geländer oben. Ja. Die anderen schlagen zu. Ey, wir brauchen einfach diese Piñata, bitte. Wir müssen das bringen. Wir müssen. Ich muss euch was dazu sagen. Also, ich als Mexikanerin raste halt gerade richtig aus. Piñatas sind halt was typisches Mexikanisches. Und dazu singt man auch so ein spanisches Lied dazu. Das singe ich jetzt das aber nicht. Das müssen wir auf Spotify finden, oder? Ja, Mann. Ja. Und dann schlägt man halt so lange drauf und bis einer halt die Piñata ganz kaputt kriegt und dann platzt die auf und dann fallen die Süßigkeiten, okay, runter. Also das nehmen wir schon mal. Ja, Mann. Safe Piñata. Wir brauchen halt nur noch so Seile und so. Ja, das haben die bestimmt hier auch, oder? Okay, Leute, wir müssen uns kurz beraten lassen. Ja. Wir zeigen euch gleich unseren Einkauf. Aber dieser Laden ist auf jeden Fall ein Traum. Love, mega. Boyfriend. Und es ist einfach alles so süß hier. Wow, heute passiert noch was. Ich geh raus. Ach, stimmt, das muss ich auch. Leute, mir ist gerade was aufgefallen. Ich war ja so im Halbschlaf, als ich gerade beschlossen habe, dass ich Eis essen will, weil ich ja irgendwie meine Tage bekommen habe heute und einfach richtig krassen Heißhunger habe. Also richtig, ich bin so aufgewacht und ich war so, okay, ich brauche Essen. Und jetzt bin ich hier. Schau mal, das ist übrigens Hot Brownie. Mega geil. Spaghetti-Eis. Und mir ist aber gerade aufgefallen, dass ich eigentlich jetzt verheimlichen muss, dass ich hier bin, weil Kiki bringt mich halt um, dass ich, wenn ich hier war, ohne sie. Oh. Liebs! Hallo! Oh mein Gott, meine Stimme! Hallo, wie geht's? Oh mein Gott, meine Stimme ist einfach... Oh mein Gott, willst du auch? Ich klinge jetzt ein bisschen komisch, wie so aus dem... Weiß ich gar nicht, sonst habe ich eigentlich eine tiefe Stimme. Ja, hallo, mein Name ist Kiki und so klinge ich, wenn ich Helium eingeatmet habe. Ich klinge wie ein Snapchat-Filter ohne Snapchat. Weißt du, wie ich meine? Oh mein Gott. Bin jetzt wieder zu Hause gewesen kurz und ich habe übelst Hunger. Und jetzt fahren wir zu Dudu. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna save it for later. The taste of flavor, 'cause I'm a taker, 'cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. Wenn wir eigentlich echte Würde kann Ariana hören. Warum? Achso, ja. No. Oh ja, stimmt, Leute, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, aber gestern Nacht oder so ist bei ihrem Konzert in Manchester irgendwie eine Massenpanik ausgebrochen. Nee, es war ein Anschlag. War tatsächlich. Ja, es war ein Selbstmordattentat. Ja, okay. Es hat sich ein Mann... Aber da hat gewartet, bis selber die rauskommen. Es war sogar während ihrem letzten Lied noch. Ja, auf jeden Fall sind ganz viele Kinder gestorben auch und deswegen sollten wir eigentlich heute kein Ariana Grande hören. Oder vielleicht gerade deswegen. Die Arme, die tut mir auch leid, ich meine, es war ja ihr Konzert, ne? Also Ariana, tut mir jetzt nicht so leid. Eigentlich tun mir alle leid, die da waren. Es sind Kinder gestorben. Das ist crazy. Wie kann man denn so ein Wichser sein? Schön. Just fucked up. Gesang. Da ist die Piñata. Ich liebe die Piñata einfach. Das sieht jetzt gerade aus wie so eine überdimensionale Klatsch. Geil. Okay, dann haben wir halt noch Helium und Ballons. Moment, ich muss gleich das mal abstellen, dann kann ich erstmal weiterreden. Und ich habe mir halt überlegt, also dass die Ballons, diese Herzchenballons, da können sich die Zuschauer vielleicht selber auch einen mitnehmen. Und bei der Schrift ist es halt so, sieht zwar cool aus, aber ich habe das Gefühl, das war nämlich nach der 100. Folge, nach dieses Viewing war auch so, dass es einfach so im Büro rumgegammelt hat, ohne dass das irgendwer
entsorgt hat oder sah auch nach einer Weile auch nicht mehr geil aus. Deswegen nur die Herzchenballons. Und dafür haben wir diese Piñata geholt, die einfach geil ist. Ich liebe diese Piñata. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass die einfach zerschlagen wird, weil die so hübsch ist. Muss so sein. Ja, es ist vergängliche Schönheit, Leute. Vergängliche Schönheit. Okay. Ich kann sie einfach nicht leiden. Es wird auch so bleiben. So eine Langeweile, Leute. Schon wieder ein Strafzettel dran. Ich habe ein Ticket gekauft, Alter, und habe jetzt eine halbe Stunde überzogen und jetzt muss ich zahlen. Alter, was ist mit dem los? Wie arm ist Berlin eigentlich? Oder Ordnungsamt, was ist mit euch los, Alter? Oh, ey, so ein behinderter Scheiß. Also ganz ehrlich. Ja klar, Regel, Gesetz, bla bla bla. Ich habe lange genug gearbeitet in dem Verein, also nicht zum Glück nicht beim Ordnungsamt, aber ein bisschen Verhältnismäßigkeit, Alter. Hier holen sich manche gar keinen Schein und ich hole mir einen Schein, gebe Geld aus, überziehe die eine halbe Stunde und kriege jetzt, ach, keine Ahnung, habe ich schon weggeschmissen, die Scheiße. Weiß nicht, wie viele Euro das sind. Wo ist denn der überhaupt? Ich hau die ja mal gleich weg. Müssen wir eh noch mal einen Schein checken. Können nicht erwarten, dass das Ding am Scheinwischer dran bleibt. Kann jemand abgezogen haben. Die kleinen Huans. So Leute, die Kiki und ich, wir sind hungrig und deswegen sind wir jetzt zu Holy Eat gekommen. Holy Flat. Und ja, hier gibt es auf jeden Fall nur so gesundes Zeug, also genau was für mich. Wir haben uns beide dasselbe bestellt und ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt, wie es schmecken wird. Wir machen jetzt nämlich eine kleine Pause, ich habe mega Hunger. Das Einzige, was ich heute gegessen habe, war das, was du mir gemacht hast. Ja. Und danach war mir schlecht, deswegen konnte ich nichts essen. Und ja, jetzt geht es mir aber wieder gut, gesundheitlich, mental noch nicht so ganz, aber körperlich fühle ich mich auf jeden Fall wieder gut. Also wer Bock hat, mal hier zu Holy Flat zu kommen, ich kannte das, weil wir mal bei einem Acer-Shoot hiervon was bestellt hatten und es war eigentlich ganz lecker und bei Ivana weiß ich ja, dass sie immer so gerne was Gesundes isst und ich konnte mich halt erinnern, dass das so halt so richtig bunt und gesund war alles. Deswegen, also es gibt hier so Flatbreads, das ist eigentlich wie so ein Wrap. Irgendwie und dann halt gefüllt mit verschiedenen Sachen und halt so Bowls mit so Zeug drin. Okay Leute, unser Essen ist da und wie jeder Instagrammer muss das erstmal gebloggt werden und gesnappt werden und fotografiert werden. Das sieht so gut aus. Kiki, kannst du ein Foto von mir machen? Ja, natürlich. Guck mal, ich bin gerade ungeschminkt, aber lass es trotzdem versuchen. Das sieht normal aus, wie immer. Und da hübsch. Nee Leute, das wird nichts. Ich habe gerade keine Laune für Fotos. Ich genieße jetzt lieber mein Essen. It's just the way you like it. You're so good, he just wishing he could bite it. Never turn down nothing. Slaying these hoes, gold trigger on a gun like. Müll runtergebracht, Essen war ich, jetzt gehe ich zum Sport. Hier habe ich noch ein bisschen Klarschiff gemacht für morgen. Ich habe jetzt auch schon mit 3 aus der Community geschrieben, die morgen kommen. Und die anderen werde ich mache das so kurz vor knapp. Ist immer besser, als wenn man es 3 Wochen lang plant. Und die anderen werde ich heute Abend Bescheid sagen. So ist der Plan. So Leute, wir sind jetzt hier beim Marktkauf oder wo sind wir? Kaufland? Keine Ahnung. Auf jeden Fall holen wir jetzt den Einkaufswagen und besorgen jetzt die Sachen für morgen. Also du hast schon dein Rezept aufgeschrieben, ne? Ja, ich hab das schon gemacht. Genau, wir gehen jetzt die ganzen Zutaten einkaufen. Ich gehe auch ein paar Sachen einkaufen, so für meine Ideen einfach. Also ich hole die Süßigkeiten einfach. Und du deine Rezepte, Dings. Ich befinde mich gerade in einem sehr seltenen Zustand und zwar in der Süßigkeitenabteilung. Ich suche mir auf jeden Fall jetzt richtig geile Süßigkeiten aus. Zum Beispiel hier diese gesalzenen Chips müssen auf jeden Fall schon mal mit. Vielleicht auch gleich 3 Verpackungen. Und dann holen wir noch ein bisschen M&M's und Naschzeug und Schokolade. Und es wird auf jeden Fall gefährlich, ich muss mich auf jeden Fall morgen dann zusammenreißen, dass ich nicht zu viel esse. Aber ein kleiner Cheat-Day kann morgen auf jeden Fall sein.
Naja, ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal die ganzen Süßigkeiten einkaufen. Ich brauche zwei Hände dafür, deswegen muss ich die Kamera weglegen. Ich zeige euch einfach gleich, was ich alles geholt habe. Freunde, 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 das letzte Mal haben wir uns beim Eisessen gesehen. Jetzt sehen wir uns. Blitz! Hallo? Ich will es nochmal sehen. Das war gerade ein richtig krasser Blitz. Komm schon. Komm schon, komm schon. Das war gerade mir in der Kiste, wenn du da raus mit Köln und rissst mich weg. Ja, Leute, nachdem ich mir gestern bei Sandro den blauen Anzug gekauft habe, war Daniel getriggert. Übrigens, wenn wir jetzt auch einen blauen Sandro. Trigger! Will auch einen blauen Sandro-Anzug jetzt haben. Und den probiert er jetzt auch an. Laura ist jetzt unser Assistent und sie schiebt gerade in den Wagen mit unseren Süßigkeiten und hier auf der Seite haben wir Obst, damit es nicht ganz so unhealthy ist, aber der richtig unhealthy Teil hier, Chips, yum yum. Wir fahren jetzt nach Hause, das ist unsere letzte Aufgabe für den Abend gewesen. Krass. Und wir haben aber noch eine. Wir backen! Ja, wir backen zusammen einen Kuchen. Wir backen zusammen! Ja, dann lass zusammen backen. Ich glaube, aber eigentlich reicht es zwei Leute. Eine Person steht halt immer so auf dem Ofen. Ja. Einer muss DJ machen oder so. Okay, dann bin ich wohl das dritte Rad am Wagen. Nein, so war das nicht gemeint. Oh nein, jetzt trinkt sie noch wütender ihren Smoothie. So war das echt nicht gemeint. Okay, nein, wir müssen erstmal ankommen, müssen erstmal einräumen, müssen auch erstmal aufräumen, die Küche. Da ist noch ein bisschen Geschirr und alles. Und dann backen wir ganz in Ruhe und wir können das zu dritt machen, meinetwegen auch zu einer Millionst. Ja. War das gerade ein Wort? Wir teilen uns einfach die Aufgaben auf. Ja, irgendwie klappt das schon. Oh mein Gott, ich glaube, es fängt jetzt an zu regnen. Oh mein Gott, lass uns schnell ins Auto. Ich hasse Regen. Lani feeling window. Tingala kanta sanda. Ringala ringa sanda. Tingala ringa sanda. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt mal kurz gedacht, vielleicht kann ich den Blitz nochmal herbeschwören. Ich wette mit dir, ich rede jetzt und es blitzt nochmal. Okay. Wird mal wieder Zeit für meinen Therapeuten. Ja, draußen geht gerade ein krasses Sommergewitter ab. Es war gerade mega heiß noch und voll sonnig und auf einmal wird es grau und dunkel und es blitzt und donnert und ich liebe es. Es könnte schon fast nicht passender sein zu diesem Tag. Ich habe heute Morgen ja schon ein bisschen was dazu gesagt und der Streit ging jetzt noch viel, viel weiter. Soweit, dass Ivana mich dann jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal blockiert hat in unserer Freundschaft. Und das Problem, was ich halt habe, ist, ich bin halt jemand, ich bin super ehrlich und wenn ich eine Meinung habe, dann sage ich die auch und ich halte Leuten gerne einen Spiegel vor. Und bei Ivana war einfach das Ding, sie hat letztendlich behauptet, dass sie gar keine Ahnung hatte, dass wir ein Fan-Treffen machen auf einmal. Und hat dann einfach so Notlügen auf einmal rausgehauen und war ich so, sorry, stopp, nee. Hier sind Screenshots und hier sind Beweise und laber keinen Scheiß. Dann haben die zwei Damen irgendwie auch noch Luftballons gekauft für 140 Euro, obwohl man die auch einfach für 40 Euro hätte kaufen können. Sogar für 20 Euro habe ich welche gefunden im Internet, aber das passiert, wenn man einen Tag vorher seine Sachen erst plant. Dann wollten wir eigentlich zusammen uns um das Essen kümmern. Jetzt sind die ohne mich losgezogen. Finde ich auch nicht ganz so in Ordnung. Okay Leute, keine Ahnung, was heute für ein Tag ist, aber schaut euch mal dieses Wetter an. Es ist total am Regnen. Und es ist so krass am Regnen, dass wir jetzt beschlossen haben, dass wir warten, bis wir aus dem Auto gehen. Weil wir möchten jetzt nicht mit dem ganzen Einkauf durch diesen... Also meine App sagt, dass es eh die ganze Zeit durchregnen wird. Oh, scheiße. Ja, dann lass uns jetzt hier bis 22 Uhr chillen. Ich meine, es sind nur noch... 1,5 Stunden. Ja. 1,5 Stunden, Leute. Warten wir jetzt hier. Nein, Spaß. Keine Ahnung. Ich bin halt gespannt, wie wir da durch den Regen kommen. Mit unseren Beinen. Also ich weiß nicht, wie du dir das vorgestellt hast, aber ich werde jetzt rennen gleich. Prinzessin kommt aus mir raus.
Oh, dein Oberteil, wenn das nass ist, sieht man dann... Eine Nippel, ja. Okay, weil das weiß ist, das Ding. Ja, ich habe kein BH an, Leute. Ich habe mir das von Kiki abgeschaut. Oha, das ist echt cool. Ivana. Cool, ne? Das war cool. Also was macht Ivana, damit sie nicht bei Regen ihre Haare nass macht? Alter, ich glaube nicht, dass du das jetzt wirklich tust. Ja. Lol. Ich sehe aber was. Aber die Augen sehen so weit auseinander aus irgendwie. Ich bleibe alle stehen für dich. Oh fuck. Ich glaube, die einzige Frage, die man sich stellt, wieso? Wisst ihr, ich war, ihr habt ja alles gesehen bisher, ich war krass traurig, dass es vorbei ist und ich war aber auch krass traurig und alleine damit. Und mittlerweile habe ich mich so ein bisschen den anderen angepasst. Ich habe mittlerweile auch keinen Bock mehr. Ich habe mittlerweile irgendwie auch nur noch schlechte Laune daran. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich jetzt mittlerweile genauso wie Ivana darauf, wenn es vorbei ist. Und ich für mich selbst was machen kann. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und ich finde es so ungerecht. Und so schade, wie sich hier gerade ein paar Leute verhalten, vor allen Dingen jetzt auch in den letzten Wochen. Das war für mich hier ein Herzensprojekt. Es ist super traurig, dass es vorbei ist. Ich habe durch diese Sendung so viel gelernt und ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich zwar ein Talent habe zu entertainen und Geschichten zu erzählen, aber ich gehöre nicht ins Showbiz. Ich gehöre da nicht rein, ich gehöre nicht ins TV, ich gehöre... Das ist nicht meins. Das ist nicht meine Sache. Ich bin sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr authentisch und ich könnte niemals einen Manager haben. Ich könnte niemals Dinge haben, die mir vorgeschrieben werden, die ich sagen soll oder sowas. Das bin ich nicht. Das kann ich nicht und das werde ich auch nicht sagen. Und ja, dieser Tag geht jetzt zu Ende. Ich werde jetzt baden gehen, weil lange ist es nicht mehr, dass ich diese Badewanne nutzen kann und werde von der Badewanne aus dieses Gewitter beobachten, was jetzt langsam aufzieht. So Leute, da seht ihr nochmal grob unseren Einkauf ausgebreitet. Also einiges haben wir schon irgendwie hier zur Seite geräumt. Also das Einzige, was ich heute machen werde, da stehen noch ein paar Schüsseln, die werde ich sauber machen. Und danach werde ich mich kurz ins Bett legen und einmal darüber nachdenken, was gerade passiert ist. Warum bin ich so ADHS? Warum hast du gerade gesagt, warum bin ich so ADHS? Ich wusste nicht, dass ADHS mittlerweile ein Adjektiv ist. Was ist das genau? Den Platz weg. Nein, meine Leute. Wir füllen jetzt diese Pinata aus. Tut mir leid, wenn ich so verheult aussehe. Heute war nicht mein Tag. Halt kurz vloggen. No! 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 No, stop it! Ich sehe auch. Oh, oh, was ist denn hier? Nein! Kannst du bitte aufhören? Over. It's over. Cancelled! Also Leute, es war jetzt gerade übelstes Drama mit Ivana und ihrem Manager, weil Ivana irgendwie keine Fans eingeladen hatte und so, keine Ahnung, es ging jetzt ewig lange in unserer WhatsApp-Gruppe hin und her. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt das Drama. Daniel und ich holen uns jetzt was zu essen. Und ja, dann holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Food und bis gleich. Wir gehen jetzt gleich schlafen. Wir wollten eigentlich heute schon einen Kuchen machen, aber es war schon zu spät und wir hatten keinen Bock. Deswegen machen wir das morgen früh. Ich meine, morgen früh haben wir ja nichts anderes vor, außer Partyplanung und so. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen zur letzten Folge. Boah, ich habe mich schon erschrocken. Was hat Ruben gerade gesagt? Gute Nacht, ihr Fotzen, glaube ich. Gute Nacht, ihr Fotzen. Zu wem sagt ihr das?
zur Kamera. Du hast es doch gesagt, oder so. Nicht? Gute ja, Nacht, du. Gute Nacht, du Schwanneck. Okay, ciao. Ich war jetzt, glaube ich, ungefähr ungelogen 4 Stunden lang baden. Da habe ich noch eine Stunde mit Kiki und Laura gerade gechillt und gelabert. Und ja, heute war auf jeden Fall irgendwie ein komischer Tag, würde ich mal sagen. Riesiges Drama, riesiger Streit. Also in meiner Streitkultur ist es so, wenn du sagst, dass du blau magst und dann 5 Minuten später, dass du gelb magst und dann sagst, dass du nie gesagt hast, dass du Farben magst, dann bin ich so, sorry, du hast das da und da so gesagt und da so gesagt. Also, weißt du? Und das war jetzt heute der Fall. Damit konnte Ivana nicht so gut umgehen anscheinend. Jetzt hasst sie mich anscheinend. Aber ich muss mich da jetzt auch einfach davon distanzieren, denn ich merke auch schon, dass das für mich auch nicht gesund ist. Ich habe keinen Bock auf Fakeness, ich habe keinen Bock auf Sponsoring, ich habe keinen Bock, Leute auszunehmen. Ich habe keinen Bock, mich als etwas darzustellen, was ich nicht bin. Ich bin ich und das wird auch so bleiben. Ein Herz an alle, die das feiern. Und einen Mittelfinger an alle, die das nicht feiern. Wir sehen uns morgen wieder. Das hier ist tatsächlich mein allerletztes Gute Nacht, was ihr von mir hört. Das ist das allerletzte Mal, dass ich Tschüss sage in diesem Setting zu euch. Mein Tschüss morgen wird anders sein. Und ja, es war eine geile Zeit, Leute. Es war schön. Und ich heule jetzt nicht nochmal. Vielleicht weine ich morgen nochmal, ich weiß es nicht, aber für jetzt ist erstmal gut. Ich freue mich auf den letzten Tag morgen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart bis zum Ende. Ist vielleicht kein Happy End, aber das Leben ist ja zum Glück nicht nach morgen vorbei. Es gibt noch ganz, ganz viel Zeit, unser eigenes Happy End zu schreiben. Und bis morgen.